den Gästetrainer. Glückwunsch an seine Mannschaft, die sich hier tapfer gewehrt hat unter den Bedingungen, die man sehen muss mit den vielen Verletzten. Bitte eine kurze Einschätzung. Guten Abend und natürlich erstmal Glückwunsch an den THC Jan Herbert. Da merkt man einfach den Unterschied, wo Thüringen dann auch hingehört, wo sie spielen, dass sie halt vorne rein Gas geben und uns das auch in einigen Fällen auch durch die offensive Abwehr dann in 1-1-Aktion auch gut gestalten und die Tore machen. Wir haben in der zweiten Halbzeit, das muss ein bisschen hervorheben, weil wir da zum Anfang bis zur 12-13 Minute auf jeden Fall Ausgleich waren, teilweise ein Tor vor. Das haben wir nach der Halbzeit uns vorgenommen, halt dran zu bleiben, haben die Abwehr ein bisschen umgestellt, sind in die 6-0-Abwehr gegangen und haben dann auch vorne lange Angriffe gespielt, sind frei zu den Chancen gekommen, haben 7 Meter bekommen und das war heute nachher auch, jede Aktion sollte gespielt werden und wir haben nicht gegen Thüringen gespielt heute, wir wollen uns zeigen, dass wir zusammenspielen mit den jungen Mädels, Toni hat das heute auch gut gemacht, so wie Anwar auch und dementsprechend ist das wichtig, dass wir da wirklich gucken in den Spielen, die jetzt auch kommen, letzte Woche gegen Dortmund und dann auch Billigheim, die demnächst kommen. Das sind alle Kaliber, da müssen wir uns nicht messen, sondern die Spiele, die wir müssen, die kommen auch dementsprechend. Gute Saison für die Thüringen, wir sehen uns in Oldenburg noch und bis dahin viel Erfolg. Oldenburg, eine Mannschaft in Oldenburg. Wir wünschen dem jungen Team, dem jungen Trainerteam alles Gute und natürlich eine gute Heimreise. Herzlichen Dank, bitte nochmal mit da bleiben, weil Herbert hat mit Sicherheit auch einiges zu sagen. Zu zwei insgesamt sehr zufriedenstellenden Halbzeiten. Ja, erstmal vielen Dank an meinen Kollegen. Ich sehe es wie er auch. Ich finde, wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, haben gerade gegen die offensive Deckungsvariante gute Lösungsansätze gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Halbzeit war wie auf einem Bus. Das war eine runde Sache. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen auch mit der Konzentration schwer gegangen, sind auch ein bisschen gegen die 6-0-Deckung angerannt, haben uns da ein bisschen festgefahren, aber im Endeffekt hat der Zugriff dann in der Abwehr nicht mehr so gereicht wie in der ersten Halbzeit, aber man soll auch nicht das Haar in der Suppe entzünden. Ich denke, das war eine runde Sache. Ich bin froh, dass wir hier in der Riedhalle angekommen sind und ich bedanke mich bei der Roten Wand und bei jedem einzelnen Fan von uns, der hier in die Halle kommt. Ich hoffe von Herzen, dass wir viele Erfolg bekommen. Ich habe etliche aus dem Rea gesehen, da freue ich mich natürlich sehr, aber einfach, dass die Halle gefüllt wird, speziell, dass die Erfurter hier noch zahlreich kommen, damit wir das hier wirklich zur Festung aufbauen. Ich denke, mein Kollege hat schon gesagt, sie werden ihre Punkte gegen andere Gegner holen. Das war klar und das werden sie auch tun, davon bin ich überzeugt. Also lassen sich immer wieder auch was Neues einfallen und wir müssen schauen, dass wir einfach so weitermachen. Wir müssen Gas geben, wir müssen jetzt diese Woche noch mal sehr hart einarbeiten, weil jetzt kommt mit Dortmund ein Riesenkaliber. Dortmund hat sich so sehr verstärkt, aus meiner Sicht gehören sie zu den Top 3 und gehen genauso rein, um deutscher Meister zu werden, wie Bietigheim und wir auch. Und wie ausgeglichen die Liga ist, das hat der gestrige Spieltag gezeigt. Da war in Bietigheim 2 Minuten vor Schluss noch unentschieden gestanden und für Bad Wildungen die Chance, einen Punkt zu holen. Aber wir müssen auf uns gucken, wir tun gut daran, nur auf uns zu schauen und Woche zu Woche hart zu arbeiten. Und dann bin ich sicher, dass wir auch nächstes Wochenende hier stehen und mit eurer Unterstützung, und die brauchen wir extrem, dann wieder jubeln können. Dankeschön. Ganz herzliches Dankeschön. Nochmal gute Heimreise und toll, toll, toll für die Saison. Vor allen Dingen nochmal ein Gruß an alle verletzten Spielerinnen. Und lieber Handballfreunde, wir hatten es angekündigt.